Der schnellste Super Mario 64 Speedrun aller Zeiten. Und zwar hat es jemand geschafft, das Spiel in nur 6 Minuten durchzuspielen und wir schauen uns das Ganze einfach mal im Schnellformat an. Zuerst wird natürlich mit Turbo-Drehtern ins Schloss gesprintet, nur um kurz darauf durch die Decke zu gehen. Wie meine Influencer-Karriere schon mal nicht. Und danach passiert das hier. Alles klar. Danach klatscht der Bowser einfach weg, als wäre er irgendein Grundschüler und gönnt sich den Schlüssel zu unserem Herzen. Damit schließt er dann auf Schlüsseldienstbasis die nächste Tür auf, macht seinen Signature-Move und zack ist er wenig später im zweiten Bowser-Level, den er dann wieder komplett wegklatscht. Damit kann er dann mit dem nächsten Schlüssel der Medusa die nächste Tür aufmachen, geht dann einfach wieder durch die Decke, wie die Verkündung von Bibi und Julians Trennung, lässt kurz sein ADHS an der Tür auf, dass er einfach keinen Bock mehr auf ihn hat und ihn einfach durchlässt und zack ist er einfach schon im Endlevel. Dann wird Bowser innerhalb von 6 Minuten das dritte Mal hops genommen und dann fliegt Mario auf Superman angelehnt zu Peach. Und ich glaube, die hat "Ich küsse dein Auge" ein bisschen falsch verstanden. Mal wieder in der Friendzone gelandet.